das eigentlich so schade, dass man es umgehend erfinden müsste. Dann müsste man es erfinden. Dann wären die nächsten Monate mit deutlich mehr Arbeit und leider etwas weniger Studium versehen. Dann hätte ich vermutlich viel weniger Zeit für anderes ehrenamtliches Engagement und müsste mich mehr darum kümmern, wo ich das Geld sonst herbekomme. Zum einen ist es uns ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, uns an diesem deutschlandweiten Programm zu beteiligen. Auf der anderen Seite haben wir dadurch die tolle Chance, mit sehr gut ausgebildeten und sehr engagierten jungen Leuten in Kontakt zu kommen und ihnen auch unsere Firma näher zu bringen. Wir denken, die Förderung besonders begabter Studenten ist eine wichtige Sache, auch für die Unternehmen. Und uns hat besonders gut gefallen, dass hier nicht nur rein auf die Noten geachtet wird, sondern dass so Dinge wie Soft Skills mit reinkommen, also universitäres Engagement, Leute, die über die Hutkrempe hinausblicken. Das war das, was uns sehr stark auch überzeugt hat. In erster Linie ist es eine große Auszeichnung für mich. Das Deutschlandstipendium bedeutet für mich, dass ich wesentlich mehr Zeit habe, mich aufs Studium zu konzentrieren und auf sonstiges Engagement. Auf jeden Fall auch eine Auszeichnung, auch zu wissen einfach, dass der ganze Mensch betrachtet wird in diesem Falle, weil eben, wie es auch schon gesagt wurde, man ja nicht nur Zeit fürs Studium verwendet, sondern auch für andere Dinge, für Ehrenamt nebenher. Ja, also ich kann sagen, unsere oder meine Erwartungen sind mehr als erfüllt worden. Wir haben schon sehr gute erste Gespräche geführt. Ich bin begeistert. Viele junge Studentinnen, Studenten, die genauso sind, wie wir uns das vorgestellt haben, nämlich offen für Neues, bereit, sich auch auf Kontakt mit der Industrie einzulassen. Also ich denke, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war. Wir wollten ja in erster Linie eine Plattform bieten, damit Geförderte und Förderer Kontakte knüpfen konnten. Vor allen Dingen war es so, dass man überall, wo man hinsah, junge Menschen im Gespräch vertieft gesehen hat, und genau das war die Zielsetzung.